dass die gar nicht alle überleben können, weil so groß wird die Nachfrage dann nachher vielleicht ja doch nicht sein. Wir könnten ja einfach die erneuerbaren Energien, die wir dazu brauchen, dort produzieren, wo wir ein höheres Angebot haben. Ja, das ist wieder mal so ein Wunschtraum, das ist so ein Wunschglaube und nichts von dem ist heute irgendwie Wirklichkeit. Ah, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe vom Wort zum Freitag. Ich hoffe, dass ihr mich trotz des Verkehrslärms, der hier mal rumtobt, trotzdem gut verstehen könnt. Ich bin nämlich hier in Schöneberg in der Nähe vom Eurev-Gelände und zwar hat mich das Thema dieser Woche hierher geführt, denn ich stehe hier an einer der ersten Berliner Wasserstofftankstellen, die es mal gab und das Ganze wirkt irgendwie eher einem Hochsicherheitstrakt als einer Tankstelle. Ich gehe hier mal vorbei. Ihr seht hier, ist neben der Reklame ist hier Zaun und dahinter sind diese ganzen Einrichtungen, die zu dieser Wasserstofftankstelle gehören. Das Ganze erinnert mich irgendwie mehr an ein Chemielabor oder an einen riesigen Physikpark oder keine Ahnung was, eine Industrieanlage, als an eine einfache Tankstelle. Denn worum geht's eigentlich? Ja, das Thema dieser Woche ist ein Bericht, der erschienen ist, in dem unter anderem es mal wieder um das Thema Wasserstoff in PKWs geht. Ihr kennt dieses Thema, ein richtiges Aufregerthema. Es ist ja auch ein Thema gewesen im Bundestagswahlkampf. Die FDP hat ja immer für das Thema Technologieoffenheit geworben und auch immer wieder das Thema Wasserstoff ins Spiel gebracht. Und in diesem Beitrag hat unter anderem Frank Weber, das ist soweit ich weiß einer der Technikchefs oder der Technikchef von BMW, wieder mal gesagt, ja, wir werden keine Batteriezellfabriken aufbauen. Wir haben das mehrfach diskutiert im Konzern. Wir haben uns dagegen entschieden, denn warum die Technik? Wir wollen technikoffen bleiben. Wir wollen weiterhin uns nicht zu sehr auf eine Technologie, also die batterieelektrische Mobilität beschränken, sondern wir wollen technikoffen bleiben. Also nach dem Motto, wer weiß, was da aus Fuel, E-Fuels und Wasserstoff vielleicht dann doch noch irgendwie wirkt. Und aus dem Grund bin ich einfach mal hierher gefahren und ich gehe jetzt mal so ein bisschen, während ich weitererzähle, hier in die Nebenstraße rein, weil es ist einfach so unfassbar laut hier und ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem irgendwie verstehen. Ja, dieses Thema regt mich persönlich sehr, sehr auf und beschäftigt mich eigentlich auch sehr, sehr intensiv, weil es ist letztlich immer das Gleiche. Wasserstoff im PKW-Bereich ist und bleibt eine Nebelkerze, ist und bleibt eine Räuberpistole. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach, denn letztlich, man muss ja nur mal sich überlegen, was es denn kostet, im wahrsten Sinne des Wortes, Wasserstoff herzustellen. Das kostet das 2- bis 3-fache an Energie, um die gleiche Strecke mit Wasserstoff zu fahren, als mit Strom zu fahren. Und von daher ist es klar, das wird so letztlich immer eine sehr, sehr teure Form der Mobilität bleiben. Klar ist auch, der höhere Energiebedarf bedeutet ja nicht nur auch höhere Kosten, sondern auch einen viel höheren Bedarf an erneuerbaren Energien. Und wenn wir jetzt schon ein Problem haben, wir haben das alles schon x-mal durchgekaut und es ist eigentlich auch hinlänglich bekannt, die benötigten Anlagen zur Erzeugung dieses vielen Ökostroms irgendwo in die Landschaft zu stellen, wie soll das dann erst funktionieren? Und die Ausrede, die auch Frank Weber in seinem Beitrag dort bringt, nämlich wir könnten ja einfach die erneuerbaren Energien, die wir dazu brauchen, dort produzieren, wo wir ein höheres Angebot haben oder dort, wo wir dieses Flächennutzungsproblem nicht haben, also es einfach irgendwohin auszulagern, ja, das ist wieder mal so ein Wunschtraum, das ist so ein Wunschglaube und nichts von dem ist heute irgendwie Wirklichkeit. Und das, was wir brauchen, ist Wirklichkeit jetzt. Das, was wir brauchen, und das ist eben das, was mich so beschäftigt, ist, dass wir jetzt handeln müssen. Wir wissen das. Wenn ich mich einfach mal umdrehe, dann sind hinter mir, dann seht ihr hinter mir und neben mir und überall seht ihr Gebäude um mich herum. Und letztlich auf all diesen Gebäuden könnten wir ja heute sofort überall Photovoltaikanlagen bauen. Wir könnten auch zum Beispiel an der Fassade von dem Platinum, das ist dieses Gebäude, was ihr hinter mir seht, Solar integrieren und überall erneuerbare Energien erzeugen und diese erneuerbaren Energien auch ganz einfach nutzen. Ja, und letztlich nutzen nicht nur für den Haushalt, sondern auch genauso nutzen eben für die Mobilität, nutzen für die Wärmeerzeugung. Und was soll denn eigentlich der Quatsch, diesen erneuerbaren Strom, den ich habe, erst großartig umzuwandeln und dann daraus letztlich das Gleiche wieder zu erzeugen, was ich auch machen könnte, wenn ich es direkt habe. Ich bin persönlich kein Gegner von Wasserstoff, gar nicht. Wasserstoff als Langzeitspeicher ist eine sehr sinnvolle Geschichte. Wasserstoff wird sich vielleicht auch in einigen Gebieten wirklich zur Anwendung kommen, indem ich eben tatsächlich diesen, ja, das, wovon wir ja immer wieder hören und wovon ja so viele träumen, nämlich das Tanken in 2 Minuten tatsächlich brauchen, also zum Beispiel bei Rettungsfahrzeugen, bei Feuerwehren. Und ich weiß, es gibt Feuerwehrfahrzeuge mit Batterieantrieb, aber es mag den einen oder anderen Fall geben,
wo wir tatsächlich das brauchen, dann ist es dafür auch in Ordnung. Wasserstoff brauchen wir auch in der Industrie. Auch da gibt es gar keine Frage. Aber im Pkw-Bereich, also sorry Herr Weber, sorry BMW, ich kann eure Einstellung, eure Meinung dazu nicht verstehen. Und was noch dazu kommt, ist noch ein weiterer Fall. In einem weiteren Bericht wurde veröffentlicht, dass man sich große Sorgen dafür macht, dass die Batterieblase platzt. Dass wir also in Europa, wir zeigen euch jetzt mal hier einfach mal eine Grafik, die blenden wir jetzt hier an der Stelle mal ein, so viele Batteriefabriken inzwischen im Aufbau sind, dass die gar nicht alle überleben können, weil so groß wird die Nachfrage dann nachher vielleicht ja doch nicht sein. Auch das sehe ich ehrlich gesagt anders. Ich glaube, dass die Nachfrage nach Batteriezellen, nach Stromspeicherung auf diese Art und Weise noch explodieren wird in der künftigen Zeit. Denn es geht ja nicht nur darum, Elektroautos mit Batterien auszustatten, sondern eben auch zum Beispiel Lieferfahrzeuge, Schwerlastverkehr, leichte Lieferfahrzeuge. Es wird auch vielleicht in den Bereich der Hybridflugfahrt reingehen, es wird in den Bereich der Schiffe reingehen, es wird in den Bereich im Bereich der Gebäude werden, wird Energie benötigt werden zur Speicherung von Energie mittelfristig, kurzfristig, aber auch langfristig. Also der Bedarf an Energiezellen wird immer und immer größer werden. Und je günstiger die Batterien werden, weil eben immer mehr produziert wird, desto mehr Anwendungsfälle werden sich dafür ergeben. Und ich glaube auch, dass immer mehr Menschen akzeptieren werden, dass die batterieelektrische Mobilität eigentlich auch wunderbar funktioniert. Warum muss denn batterieelektrische Mobilität genauso in Anführungszeichen gut sein wie Verbrennermobilität? Wir wissen doch alle, dass unsere Fahrzeuge 23 Stunden am Tag rumstehen und irgendwie nichts machen. Es ist doch mehr als genug Zeit, diese Fahrzeuge zu laden. Und wir haben doch eigentlich gar kein Problem. Wir akzeptieren das doch auch bei unseren Handys und bei unseren Tablets, dass wir die eben ab und zu mal zum Laden ans Netz irgendwie anhängen müssen und sie in der Zeit vielleicht nicht so nutzen können, wie wir das eben tun, wenn sie geladen sind. Also von daher sehe ich persönlich da echt gar kein Problem. Und wir sollten uns langsam mal aufhören, mit Nebelkerzen zu beschäftigen. Und wir sollten uns langsam mal aufhören, irgendwelche Räuberpistolen zu erzählen. Und BMW sollte sich an der Stelle vielleicht auch endlich mal ehrlich machen und sich klar überlegen, und damit komme ich zum Schluss, ob man sich mit dem Verzicht auf eine eigene Batterieproduktion nicht vielleicht ein ganz wichtiges Feld, um in Zukunft Geld zu verdienen. Also einen, jetzt fällt mir gerade der entsprechende Begriff nicht ein, sorry, ein Wertschöpfungsbereich, das ist es, aus der Hand nehmen zu lassen und sich weiterhin darauf zu verlassen, dass man die Batteriezellen einfach auch in Zukunft wie Lenkräder oder Reifen von anderen Herstellern bezieht. Denn die Batterie, das ist ja letztlich so ein Kernpunkt im Elektroauto. Und tja, letztlich muss man sagen, dass Tesla es uns ja vormacht, gerade in der jetzigen Zeit. Ja, man ist nicht nur Technologieführer, sondern man ist auch sehr stark integriert. Man hat die Chipfertigung im eigenen Haus. Und jetzt in der Krise, wer kann liefern? Tesla kann relativ problemlos liefern. Also, ihr seht, ich glaube, ich laufe jetzt immer hier vor dieser Wasserstofftankstelle hin und her, die übrigens stillgelegt ist. Es gibt gar keine Preise. Und ich weiß nicht, ob es Spaß macht, irgendwie hier zu tanken. Keine Ahnung, ob das irgendwie bringt. Also, ihr wisst, was ich meine. Okay, also, das sollte es für diese Woche gewesen sein. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zuzuhören. Und wenn es euch gefallen hat, was wir hier machen und auch dieses Wort zum Freitag euch vielleicht gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Abo da, gebt uns einen Daumen nach oben oder nach unten, damit wir wissen, wie wir diese Inhalte einzuschätzen haben, ob sie euch gefallen oder nicht. Und wenn ihr die Glocke klickt, naja, ihr wisst, dann seid ihr immer informiert, wenn von uns für euch ein neues Video am Start ist. In dem Sinne, ich verziehe mich jetzt hier von der Ecke. Mir ist es nämlich zu laut. Ich habe da hinten noch was zu erledigen. Das mache ich jetzt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Freitag, ein tolles Wochenende. Freue mich aufs nächste Wort zum Freitag und aufs nächste Video oder die nächste Live-Sendung, wie auch immer. Tschüss aus Berlin, Schöneberg. Ich zeige euch nochmal hier den Blick auf diese Hochsicherheitseinrichtung, Wasserstofftankstelle. Ich kann nur den Kopf schütteln. Bis dann. Ciao, ciao. We'll be right back.